Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Spec Ops The Line. Eben gerade habe ich erst Naruto aufgenommen. Wir haben jetzt 12 Uhr durch. Wir machen gleich weiter, würde ich sagen. Ich habe jetzt doch irgendwie richtig Lust dazu, weiterzumachen. Und wir drücken sofort mal Start. Eine automatische Speicherfunktion, das wissen wir zur Genüge. Im letzten Spiel ist es, in der letzten Folge ist ordentlich was los gewesen. Kampagne. Wir nutzen die Festplatte hier natürlich, ist klar. Und wir haben einiges an Stress bekommen und haben uns soeben einen Hubschrauber geknallt und sind damit natürlich jetzt unterwegs. Das M99 Präzisionsgewehr tötet den Gegner mit einem Treffer an einer beliebigen Körperstelle. Nice shit, Alter. Man sieht auch schön bei den Flammen, wie sich das langsam zu einer amerikanischen Flagge entwickelt. Total geil gemacht. So, jetzt sind wir auch schon wieder mitten im Geschehen hier. Moment, hier stimmt und was nicht. Hier stimmt was nicht. Das haben wir schon erledigt. Ah, scheiß drauf. Das ist doch ein Klacks. Mach die Wichser einfach fertig. Wir sind hier mitten in einem Déjà-vu. Das ist das, was wir als erstes gespielt haben in dem Level. In diesem Let's Play. Gleich die erste Folge. Nein, das ist erledigt. Na los, komm. Aber woher weiß er, dass wir das schon mal erledigt haben hier? Das lassen wir nicht zu, dass uns das Ding erwischt. Adams, drückt auf! Boom, das haben wir schön erwischt hier. Schön Kran zerstört. Vorsicht! Oh, fuck it, das war knapp. Wo kommt dieser Wichser denn her? Ich bin dabei. So, los, komm, stirb einfach. Na los. Scheißegal, halt das Ding ruhig. Kommt noch ein bisschen. Das ist erledigt. Kein Problem. Guck mal, der hat Schwanzflossen auf dem Rücken hier. Ist erledigt. Schön die Rotoren abballern. Dann ist das Ding noch schneller kaputt. Man kann nicht mehr vernünftig fliegen. So. Und wieder einmal haben wir dieses Büro und wir fliegen direkt in die Sturmwand hinein. Stirb, Motherfucker! Boom! Darauf habe ich gewartet und jetzt haben wir noch einen hier mitten im Sturm mit drinne. Alles fliegt uns um die Ohren. Ist das ein Schiff da unten? Vorsicht! Oh. Halt das Ding gerade! Scheiße, wir sind rausgeflogen. Das ist nicht gut. Kontrollpunkt erreicht. Walker. Captain Walker, können Sie mich hören? Colonel? Öffnen Sie die Augen. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Wobei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen melden wir die Verdammnis. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der nur Befehle ausführt. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Wir wollten euch retten. Tief drin. Wussten Sie, dass wir alle sterben müssen? Es war nicht meine Schuld. Captain Lugo,
5000 Menschen lebten noch in Dubai am Tag bevor Sie. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Sturm schützen. Falsch. Ich muss sie vor dem Sturm schützen. Walker, bist du da? Verdammt, Walker. Wenn du lebst, dann antworte mir. Colonel. Was? Ich bin's, Adams. Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck. Und wo bist du? Einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Scheiße, was war das denn für ein Höllentrip? Jedenfalls stimmen die Zombies, die da aus dem Boden rausgeguckt haben. Ich frag mich, was diese ganzen Luxusjachten hier zu tun haben. Was ist das? Da hinten wird geballert, wir müssen sofort dahin. Sofort auf! Stirb sofort, du Arschloch! Scheiße! Stirb jetzt halt! Hector! Okay, ich muss irgendwie runter. Er hat nicht mehr viel Leben. Genau, das ist das Beste, was ich machen kann. Naja, decken wir die andere. Los, wir müssen schnell dorthin. Er braucht dringend unsere Hilfe. Scheiße, ist der Hund drauf. Wir müssen ihn retten. Los, komm her. Das wird wieder. Haben wir uns verstanden? Das wird wieder. Los, und jetzt schnell in Deckung. Perfekt. Ich brauche eine bessere Waffe. Mit einer Pistole werde ich nicht weit kommen. Und hier haben wir auch schon eine. Super, er hat sie sich nicht aufgenommen. Das ist gut. Hätte er sich die Waffe aufgenommen, hätten wir vielleicht jemanden töten können. Verdammt! Sie umgehen mich! Gib mir Feuerschutz, Adams! Schalt ihn aus! Noch einer! Nimm die Scheiße jetzt auf, ey, und jetzt geh in Deckung! Okay, das war zu knapp jetzt. So, Fresse jetzt, wir müssen Lugo helfen. Das ist erledigt. Er ist auch erledigt. 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 Nachladen. Kein Problem. Hör auf, zu viel auszuhalten. Okay, Munition auffüllen. Wir haben kaum Munition. Stirb jetzt. Weg ist er. Was soll der Fick? Nein! Dies war jetzt saublöd, Alter. Wo kommt bloß der ganze Sand her? Fühlst du dich schon wie ein Held? Ist das dein Killerblick, Kleiner? Ich sehe nichts. Ja, das ist somit der epischste Satz, den ich je gesagt habe. So, jetzt nochmal in Deckung gehen. Hier haben wir nochmal eine schöne Waffe jetzt dabei. Okay, wir nehmen das Visier rein. Fuck it, wir müssen noch mehr weg. Granaten. Und hier haben wir mal eigene. Das ist gut. Lauf!
Oh, die Granate war zu knapp jetzt. Okay, hier haben wir nochmal ein paar Granaten. Gibt's doch nichts. Los, geh in Deckung. Die Steuerung ist manchmal echt zum Kotzen. Super, die Granate ist echt nicht weit geflogen. Okay, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Ich hab ne Granate hier. Oh, das war knapp. Okay, wieder in Deckung. Alter! Mann! Geh in Deckung, du Mistmarder! Entschuldigung, das geht mir so auf den Piss, wenn sie einfach in diese Steuerung nicht funktioniert. Ah, oh, ist das grausig. Das geht nicht. Dann drückst extra Geh in Deckung. Und was macht er? Ja, ich sprinte mal dahin, ich guck mal, was ich hier erledigen kann. Danke. So. So, Granaten aufnehmen. So, und jetzt fressen. Ich hab den Hurensohn. Knapp daneben. Muss nachladen! Okay, das wird langsam wieder zu knapp hier. Alter! Hör auf mich zu treffen, wenn ich in der Deckung bin, ey. Okay, lad dich wieder in Ruhe auf. Kill ist bestätigt, verdammt! Okay. Die kommen gleich hier um die Ecke. Jetzt müssen wir nur abwarten. Einer ist down. Neuer gewesen. Erledigt. Alter. Ich habe gesagt, du sollst die Deckung tauschen. Okay, ich habe gerade alles draufgerotzt, ey. Eine miese Sau geht nicht drauf. Langsam wird's enger. Schwer ist down. Der Arsch ist auch down. Er ist tot. Alles erledigt. Wir müssen weiter. Kannst du gehen? Geht schon. Wir müssen Lugo finden. Dann holen wir uns Conrad. Wir können diese Menschen immer noch retten. Ich lasse nicht zu, dass er uns im Weg steht. Klar, das hat ja auch bisher toll geklappt. Ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Nein, das hat er wirklich nicht. Wir müssen noch irgendwas für diese Menschen tun können. Bis jetzt wurden wir immer verarscht, hintergangen und belogen. Und somit konnten wir einfach niemanden retten. Das muss sich jetzt langsam mal ändern. Wir frischen uns unsere Munition jetzt erstmal auf. Und dann rennen wir weiter vorwärts. Genau, weiter vorwärts in die nächste Deckung rein, was ich nicht geplant habe. Perfekt. Diese Steuerung ist zum Kotzen, Alter. Versaut die ganze Stimmung. Okay. Lass knattern. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch... Ich ahne nichts Gutes bei dieser Angelegenheit hier. Ja? Ja, wirklich. Geh in Deckung! Vorsicht jetzt, los! Scharfschütze, auf dem Boot! Wir müssen nah ran, um sie zu kriegen! Bewegt sich! Vorsicht! Weg ist er! Ja.
Okay, das muss schnell gehen jetzt alles. Ich kann mich nie lange draußen aufhalten. Verdammt! Muss nachladen! Was haben wir denn hier Feines? Das war knapp. Okay, er ist erledigt.